Komische Gesellen hier am Fuß von Hoherätia. Links der Rolf Hösli, rechts der David Grünenfelder. Er ein bisschen in einer anderen Montur. Und der Rolf, der Helm, der gehört zu dir, Rolf, oder? Nein, der gehört zum David. Er passt besser zu ihm. Aber du hast dich das angeschrieben. Du hast geschaut, dass er den Helm anlädt, dass eine Geschichte im Moment steht. Der letzte Ritter von Hoherätia. Ja. Wie bist du jetzt gerade auf diese Geschichte gekommen? Du hast ja einen Haufen. Ja, da muss ich 50 Jahre retour gehen. Also, früher, wenn man mal in Süden in Ferien ist, ist man noch die alte Straße gefahren da. Und der Vater hat immer die Sache erzählt vom letzten Ritter von Hoherätia. Und halt jedes Mal, wenn man da durch ist, auch wenn man es schon gewusst hat, hat man ihn gleich wieder gefragt und er hat wieder das Gleiche erzählt. Und das ist bis heute geblieben irgendwie. Und irgendwann ist die Idee gekommen, das zu verfilmen. Und dann hast du gedacht, du verfilmst das und dann hast du einen Verrückten gefunden, der gesagt hat, wohl für dich, ich springe jetzt so runter, oder? Und das war der David gewesen. David, wenn du es so anschaust, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt bist du da unten, gell? Und du bist ja der, der dann eigentlich im Schluss gesprungen ist, dank der Tricks von Rolf Hösli. Also, hoppla, das Herz klopft dir gleich ein bisschen. Ja, zu so Kindheitserinnerungen von Träumen, Albträumen, die ich hatte, kommen gerade so auf. Ja, das Gefühl ist ja ein eigenes, ja. Aber man weiss ja, wie es endet und darum. Eben, es endet ja mit dem Tod. Ja, von dem Reiter, ja. Der ist. Aber hast du eine schlaflose Nacht gehabt? Nein, nicht. Aber nie. Als Kind halt schon. Da hatte ich so Träume, wo ich oben runtergekommen bin. Ja. Von dem her kann ich ein bisschen mitfühlen. Was dem vielleicht in den letzten Minuten noch, oder Sekunden, das sind ja Sekunden, die er da erlebt hätte. Du bist mit deinem Vater einmal durchgefahren, dann hast du gedacht, du machst das einmal. Jetzt gibt es natürlich eine Sage, aber du hast die Sage dann ausgeschmückt. Also, wie ist denn ja, das zu dem gekommen? Richtig, weil wenn man schaut im Bündner Sagenbuch, ist die Sage eigentlich zwei, drei Zeilen. Eine kurze Sache. Und das wäre natürlich für einen Film viel zu kurz gewesen. Das heisst, man musste sie ausbauen. Und dadurch hat man noch Sachen dazu. Ja, entworfen. Und, aber die Sachen durfte ich die Geschichte verfälschen. Das heisst, das Turnier, das dazukommt, der Weiler, wo der David dazu noch etwas sagen kann, weil wir hatten nicht die Möglichkeit gehabt, um ein Dorf zu finden, wo im Mittelalter eine Kulisse darstellt. Sondern wir haben das, die ganze Geschichte einen Weiler verleiht und der wäre. Kannst du vielleicht am besten erklären, wo der ist? Ja, da hat sich das Salomonenmuseum im Meder angeboten. Wir haben dort Langhaus gebaut, ein Grubenhaus, wo vielleicht in dieser Zeit noch gesehen sind. Darum hat sich die Kulisse dort so angeboten. Also Meder, Richtung Österreich? Das ist Österreich, ja. Da war man noch international gewesen, mit ja, ja, das ist. Wir sind ja mehrere Länder ja. unterwegs. Wir sind zusammen noch in Toskana gefahren, zu filmen. Also, wir haben die Geschichte angefangen, wo er von einem Kreuzzug heimkommt, darum auch der Schild hier. Wir haben alles auf Italien verfrachtet. Wir haben nicht gewusst, wenn wir durch den Zoll durchkommen, aber die Italiener haben geschlafen. Das hat ohne Probleme geklappt. Und ja, haben das dort Toskana bei Grosseto in der Nähe in den Strand gedreht. Wenn er rausschaut auf das Meer, bereit, um wieder heimzukommen. Und der Strand ist ja leer. Haben die Italiener dort unten geschlafen oder haben gewartet, bis er leer ist? Das war zu einer Zeit, in der man nicht baden konnte. Es war zu kalt. Und wir waren dort ziemlich allein. Ja. Was war das ein Erlebnis für dich, David? Also, der Strand ist bombastisch und auch die Wellen, wie sie kommen, sind die Fläche. Und irgendwie kann man sich schon fast ein bisschen zurückerinnern, wenn oder fühlen, wie ein Kreuzritter so wieder heim können. Er war am Strand und wartet auf das Schiff oder über die Überfahrt auf das Schiff. Zu merken, oh ja, jetzt geht es heim. Das Gefühl ist richtig, ein bisschen auch durchgekommen dort unten. Und dann hast du schon ein bisschen geplant, dass du endlich hierher kommst und dann nochmal ein Fräulein überkommst und so weiter. Das hat doch zu den Kreuzrittern gehört. Und im Grunde warst du ein Sauchhagen gewesen. Passt das ein bisschen zu dieser Rolle? Ja. Ich muss schon sagen, es hat so Komponenten, die
die einem schon auch treffen oder auch ja, irgendwie komisch fühlen. Und dann hat ja eine Frau gehabt, und eigentlich eine schöne Frau, auch in dem Film. Und dann merken, ja, da gibt es einen anderen Anteil, den man hat oder könnte haben. Vielleicht auch in dem Schlachtengetümmel, das er erlebt hat, vielleicht auch das Recht im Hinterkopf entwickelt hat, um das auch zu dürfen. Eben, da würde ein Wangs wie du ein bist nie machen. Nein. Also, das gehört in ein anderes Dorf, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Weißt du, wie ist das so? Weißt du, ich bin dann unter den Darstellerinnen und Darstellern gewesen. Weißt du nur genau, weißt du, die Darstellerin von Prättigau gekommen, oder? Ja, sie ist von Prättigau, oder hat hier in Dom Lesch gewohnt. Weißt du, du überlegst schon ein bisschen den Dialekt übernommen? Ich bin ja Wangser, oder? Ja, aber du hast ja so fast ein bisschen Prättigau, oder? Ich weiss es nicht. Eine Sprache musst du heute können. Musst du der Kuhne musst du ja einleben. Ich habe gedacht, du hast ein bisschen angenommen, weißt du? Ich weiss nicht, ob ich so viel annehme. Möglich eher Bündner als Zürcher ist, glaube ich auch. Aber weißt, dann hört man ja reden, aber man versteht ja kein Wort. Was haben wir dort? Jetzt haben wir Delfle dort, wenn man es dann so hört. Was ist das für eine Sprache unter den Reden? Du musst du Rolf sagen. Rolf. Das Programm. Also, weil wir ja. Wir hatten 104 Darsteller im Film. Zumeist eben Leute aus Mittelalterszene, aus Verein. Und da hatte es Zürcher, Basler dabei. Und das geht natürlich nicht in einem Bündner Film, da einer Zürcher und Basler. Darum ist der ganze Film in erzählender Form gemacht worden. Also neutral kann ich sagen. Und gleich hört man sie hinten dran. Aber irgendwie glaube ich nicht eine Sprache, die man versteht. Nein, das war Indonesisch. Das habe ich gefunden, irgendwo gemurmelt, dass man das nicht genau versteht. Aber doch irgendwie, ja, jemand tritt. Das war ein bündiger Esperanto. Ja, irgendwie. Nein, und nochmal zur Frau, zum Zurückkommen. Die ist auch erfunden, oder? Also, in der Sage hatte keine Frau gehabt. Aber, weil es ja unrealistisch ist, dass da ein paar Bauern irgendwie die Burg stürmen, ist die eigentlich durch Verrat gefallen für eine Frau, weil das Treiben vom Kuno nicht gut geheißen hat. Und somit haben wir das einfach eingefügt, dass der Pförtner den Befehl für Frauen bekommen hat, um das Tor zu öffnen, dass die rein können und die Burg stürmen später. Eben, also auf die Idee. Auch erfunden, also, um den Film auf eine gewisse Länge zu bringen. Ja, aber es ist ja sehr interessant, wie es aufgebaut ist. Also du bist da wirklich nebst dem Filmemacher, wo man dich ja schon kennt, richtig zu einem Geschichtenerzähler geworden eigentlich. Ja, es macht Freude, um eben etwas erfinden und schauen, ob es genau geht. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich durch das Band immer Glück, es hat immer funktioniert. Einmal haben wir ein halbes Jahr pausieren wegen Feuergefahr im Wald. Ja, wir konnten nicht filmen und ein halbes Jahr später, zu dem Datum, wo wir weitergemacht haben, das war der Stürmung vor Burg. Hat nicht dürfen schneien. In Zürich unten hat es noch geschneit, hat nicht dürfen regnen und nicht die Sonne scheinen. Und es hat genau alles gestimmt zu dem Zeitpunkt. Und gleich hast du in Angriff genommen, hast du dann gleich einmal gedacht, mein Gott, was hast du da angetan? He? Ja, haben wir etwas gedacht, vor allem mit dem Fels hinten, mit dem Sturz. Wie machen wir das? Wir hatten auch beim David noch ein Studio eingebaut. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen? Bei dir hat man. Ja, also, wir haben ein Studio eingebaut, wo man kann mit einer grossen Leinwand oder das grüne Tuch, wo man den Film reinnehmen kann. Ideal in meinem Stall eben, hat es Platz gehabt. Und dann haben wir das Studio so eingebaut. Und das, ja, wie sagt man dem? So ein Greenscreen, Greenscreen, ja, ja, also Greenscreen, grüne Leinwand, ja. Spezialeffekt, ja. Dann hat es hinten eine grüne Leinwand gehabt, dann bist du über das Hindernis gesprungen und bist vorne wieder auf eine Tuch gesprungen. Das war in einem Reitstall mit dem Ross. Ja. Das Ross auf das Tuch musste springen. Ja. Das ist auch so eine, also der hat einfach funktioniert. Ja, das war ein Glücksfall. Ich meine, er kann reiten. Wir hatten einen super Ross, der ihn gescheucht hat, über eine Hürde und auf eine Tuch zu springen. Eben, es hat alles geklappt, von A bis Z eigentlich. Und fast mehrmals, oder? Ja, springen. Wir haben es mehrmals gemacht, gell? Ja, lachen, ja. Also einmal ist er fast noch abgespickt, aber
Er wäre sowieso runtergespickt, oder? Ja, das sagt man keinen Helm am ersten Mal. Man müssen drehen, weil der Helm genau. Nicht drauf war. Jetzt hast du eben einen Haufen Motor, also der Helm, was ist der etwa? 20 Kilo, oder? Nein, der hat 6 Kilo. Aber das Kettenhemd ist etwa 20 Kilo, oder? 15 Kilo. Ja. Also das Ei war länger, das hat sicher 20 gehabt, ja. Wenn sie alt sind, haben sie 30 Kilo an, oder? Rolf, was meinst du so? Ich denke schon, ja, etwa 30 Kilo, sicher. Also, wenn ich noch mehr. Also die richtigen Turnierreiter, die voll eingekleidet waren, sind sicher zwischen 40 und 50 Kilo, Minimum. Turnier hast du auch dahinten, Rolf? Ist ein, haben wir gebraucht, ja. Das war auch noch eine Zugabe für die Geschichte. Oder David natürlich, oder? Auch, ja. Ja. Hat er gewonnen? Er hat eben von dort seine Albträume, weil das sieht man im Film. Er hat von dort seine Albträume, aber ich will jetzt da nicht zu viel verraten. Willst du nicht sagen, David, zu diesen Albträumen? Ja, man kann sich eben auch, wenn ich an meine Kindheitserinnerungen zurückerinnere, die Träume, die ich hatte mit der Höhe, oben fliegen und das Gefühl, kann ich mir aber auch vorstellen, dass ein Reiter so etwas hatte, weil er gesehen hat, wie dann das ja, eins zu eins in so einen hergegangen ist. Und das war nicht ohne, gewesen, von diesen Rossen runterspicken müssen. Sie sind ja nicht wollen runterkehren, aber wenn sie getroffen worden sind, ist das halt so gewesen. Und das ist ungebremst und ohne weiche Landungen. Das war sicher eine harte Sache gewesen. Darum kann man vorstellen, dass schon auch Albträume entstanden sind. Und gleich hast du mal gesagt, vorher, es gibt wenig Unfälle oder, bei diesen Turnieren. Die meisten sterben auch mal wegen der Hitze, wenn sie warten mit der Rüstung, oder? Ja, der Rolf hat das so recherchiert. Ja, also sind schon mehr gestorben an Brüchen und an Verletzungen vom Turnier selber. Es hat natürlich auch nicht gegeben, wo eben in Frankreich hat es einmal, glaube ich, 8 gegeben, die nur an einem Hitzeschlag schon gestorben sind, in dieser Vollmontur die Sonne drauf gebrannt hat. Vielleicht auch ein heißes Jahr gewesen. Ja, also der Film ist wirklich höchst interessant, geht 3/4 Stunde, gell? Du hast 2 Jahre lang gedreht, oder? Im Grunde ja, noch. Ich glaube, es war etwa 2 Jahre und in 6 Ländern. Also wir sind gesehen, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und die Schweiz. Und wenn man so sieht, was du da herkriegst, mit wirklich einem Null Budget, oder? Ist schon, alles mit Leuten gemacht, die das aus Freude machen und Enthusiasten, die... Ja, und alle eben nicht Plastikkostüme oder irgendwie etwas, alles zum Teil Handarbeit gemacht oder gekauft irgendwo teuer. Das sind Leute, die das leben, das Mittelalter. Und da hat man schon, das sieht man auch im Film, dass das nicht Kitsch ist, dass das gewandig ist, wo passt. Gut, der Experte würde jetzt vielleicht sagen, das war 200 Jahre später gewesen, aber irgendwo haben wir müssen flexibel sein. Und dann wäre es ins Geld gegangen, wenn man halt da wirklich jetzt zum Beispiel einfach um das Jahr 1200 oder 1100 herum hätte wollen drehen. Aber ein Sarg darf flexibel sein. Sind Szenen ein Haufen Mal wiederholt worden, David? Es hat einzelne sicher, ja, aber dann ja wieder deren, die zack im Kasten waren, wo man denkt hat, ja, du musst jetzt ein paar Mal vom Ross runterkehren, aber Gott sei Dank ist schnell gekommen. Oder hat es gerade funktioniert. Und da war halt auch das Ross massgebend, dass es so schnell getan hat. Ja, und gell, interessant war noch dort im Schloss Balzers, also Gutenberg, wo wir die Innenaufnahmen gemacht haben, zum Teil die meisten. Wir hatten nur diesen Tag zur Verfügung. Und dann war die Burg ausgebucht das ganze Jahr. Also es musste klappen und wir hatten das schönste Wetter dort auch. Ja, also, es ist schon interessant, weil es eben getan hat, gerade auch in Italien. Oder? Da war ein Wind, da war Regen und genau dort, wo wir gefilmt haben, ist die Sonne aufgegangen. Die schönste Kulisse, ja. Die du kannst, eigentlich, wenn sie müsstest haben, gibt sie nicht. Ja, ja. Also der Film ist eigentlich auf rechtem Geschick entstanden, könnte man sagen. Also, ich weiß auch nicht, urmäßig. Vielleicht haben da ein paar mitgewirkt. Und er ist schon geschickt, der Rolf, nicht? Muss man sagen. Ja, das sicher. Ja. Er hat schon rechte Erfahrungen. Du musst auch die rechten Leute haben, sonst gibt es nichts Gescheites. Ja, aber du recherchierst natürlich auch sehr, sehr genau und gut, gell? Musst, ja. Musst. Und dann
Ja, du kannst nicht plötzlich einen haben, der in der Napoleon-Uniform durchläuft oder irgendwie. Nein, ja, das macht eben Freude, weil du recherchieren musst, egal welches Thema das ist. Du lernst auch immer etwas davon. Und eben auch mit diesen verschiedenen Ebenen, weißt du, was Daumenküngel ist und so weiter. Ja, ja. Mal, die Mauer, dann die Burg, dann das Feuer, der Rauch und dann hast du geschrieben, 7 Stunden Arbeit, nur für die Weinstellung, die Burg brennt. Das war jetzt nur diese Weinstellung, die Burg brennt. Mhm. Aber wir haben schon angefangen zu drehen, gell? Da habe ich mir überlegt, hey, was hast du da eingebracht? Wie machst du das, dass das gut aussieht, dass das Ross über den Fels kommt und das auch ja, einigermaßen echt aussieht, der Sturz. Und man hat es noch dramatisiert, dass der Ritter beim Abendkehren noch mit dem Helm einhängt, einem Nast, der rausschaut unten und es dem fortnimmt. Genau, jetzt wenn du den Drohnenflug gemacht hast, du bist jetzt so ganz hochgeflogen, über 250 Meter, hast du gesagt. Ja, das Problem war halt, ich musste eine Aufnahme haben von unten nach oben. Jawohl. Dass wenn er über die Kanten kommt, dass man es von oben her sieht. Und da ist nichts anderes übrig geblieben, wie eine kleine Kamera auf die Drohne aufzuhöcken, weil die Drohne, die ich durch die nicht können, auffilmen konnte. Ja. Ein Bild sieht man noch, wie dort mit einer so riesigen Angel dort ist. Das war der Sepp Oberdanner, der mir da geholfen hat, mit einem Spezialeffekt. Da haben wir ausprobiert, eben das zu machen mit der Kamera, die unten auffilmt. Ich habe ihn hin und her geschnitten, eben mit einer Drohnenaufnahme und mit dem Säbel. Wie hast du das mit dem Helm gemacht? Der Helm noch schnell wegzwickt. Der David geht auf die Schnorre, die Träume sind vorbei, es ist alles dreht und dann zwickt es ihm noch den Helm weg dort. Ja, das haben wir bei ihm gedreht. Studio, gell? Schick. Das haben wir bei dir gedreht, im Stall, wo das Studio... Wir können aufhinken und ihn dementsprechend inszenieren, dass der genau schön drüber gezogen wird. Und ist das mir gerade alles weggerufen. Aber ist schon, gell, wenn man so, man hat einen gewissen Stolz schon, ist ja schon eine riesige Leistung für dich, David, oder? Ja, es gibt auch fast wie ein Loch, weißt, wenn der Film fertig ist, bist du auch noch nächste Woche wieder irgendwie. Das reisst einem schon fast in ein Loch hinein. Weil ja, man ist mit dabei, man lebt ein bisschen mit dabei, denkt mit und dann ist man auf einmal fertig. Mein Hobby ist immer noch so, ich kann ihn nicht ausflüchten. Ha. Ja. Ist Mittelalter ein dein Hobby, oder? Frühes Mittelalter. Nicht christianisiert. Ja. Hättest du ein anderes Hobby? Weißt du, so, der Rolf hat ja so einen Film über einen Wolf gemacht. Da könnte man vorstellen, der mit dem Wolf tanzt. Also würdest du da mitmachen? Ja, im Verein haben wir einen Wolfstanz, den wir vorzeigen. Aber ja. Wäre auch mal etwas für TV Rheinwelten. Das Museum, Freilichtmuseum. Ja, ja, ja. In Mäder. Wäre auch mal etwas. Ja. Sehr interessant. Wohl. Ich war beeindruckt, es hat perfekt reingepasst zum Film. Weil eben, wie gesagt, die Usis haben wir nicht können haben im Mittelalter. Dann haben wir die Geschichte auf einen Weiler verlegt und das war perfekt gewesen. Jetzt, hoher Rätsel, der Film ist abgeschlossen, ein Spielfilm. Du machst natürlich anders, eben mit dem Dorf-Original. Du hast einen Haufen Wiese und natürlich eben Aria und der Fuchs gemacht. Du machst das mit dem Wolf etwas. Aber ist das so ein Spielfilm? Hast du etwas im Bett? Du musst nicht sagen, was. Aber hast du noch irgendeinen Gedanken? Momentan gerne, nein. Nein, ich konzentriere mich jetzt auf die Projekte, die ich noch habe. Das ist eben Dorf-Original, da fehlen mir noch zwei. Und ein Langzeitprojekt ist noch, wo ich angefangen habe. Bergwelten heisst das. Ein bisschen spezielle Felsformationen, Bergformationen. Auch mit vielen Drohnenflügen und Tieraufnahmen. Das ist ja wirklich etwas, was du also voll im Griff hast. Mit den Tieraufnahmen zum Teil wirklich Mikro, Makro und dann aber auch andere. Also, du in Italien gedreht hast mit dem Fuchs und so weiter. Eben, das ist etwas, was einfach ein bisschen Flair braucht. Da kann man nicht einfach nur die Kamera beherrschen. Da muss man noch ein bisschen andere Fähigkeiten haben. Du musst Freude daran haben und Geduld. Ja. Einmal bin ich 6 Stunden für die Füchse vor einem Fuchsloch gehockt. Kannst du sagen. Und es ist einfach nichts gelaufen dort. Aber das gehört auch dazu.
Wir sind jetzt hier, ein kleines Weile hier unter dem hohen Kopf, hohen Rätsel. Wir hocken hier unten im Rhein. Wir haben vorher ein Kind zum Teil gehört, dann war schon eben auch mal gesehen im Bild hinein. Aber meinst du, also die Leute, die jetzt hier sind, dem Rhein, meinst du, die wissen das, dass also irgendetwas mal passiert ist? Auf dieser Burg ist ja sicher einiges passiert. Vielleicht die heute jüngere Generation interessiert es nicht so. Vielleicht haben die ganz andere Interessen. Aber ja. Für Leute, die vielleicht eben Geschichten etwas näher wissen, vielleicht bringt der Film das etwas näher, oder? Also ich finde es gigantisch. Hättest du noch Themen für einen Rolf, damit du wieder aus dem Loch rauskommst? Ja! Boah, also die christliche Zeit habe ich jetzt hinter mir. Frühes Mittelalter, noch nicht christianisiert, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man noch ein Projekt macht, eben auch im Zusammenhang mit den Menschen, die so gelebt haben. Oder mal eine Expedition, wie am Allen. Da hinten, ja. 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 Das wäre sicher auch. Neoprenanzug. Der Film ist wirklich hervorragend. Und gleich du zeigst ihn mal im Kino, vielleicht sonst noch mal irgendwas. Wir zeigen es jetzt im Rheinwelten-TV. Aber sonst gehst du eigentlich nicht gross in die Öffentlichkeit. Nein, nicht so, nein. Wir haben ja auch Glück bei der Premiere, gell? Das war der 1. März vor 2 Jahren. Eine Woche später war alles dicht wegen Corona. Und wir haben knapp 500 Leute im Kino. Also 2 Vorstellungen, so gut besucht. Und der Kanton Graubünden war schon reduziert auf 50 Leute. Und St. Gallen noch 1000. Und wir haben also Unglück gehabt, und dann war es dicht eine Woche später. Kann man sagen, eigentlich alles ein Glücksfall? Es hat alles funktioniert. Vielleicht auch für den Ritter ein Glücksfall gewesen, weil die andere Richtung, ohne Ei, wenn er dort eingegangen wäre, wäre er wahrscheinlich Gott vergessen dran gekommen. Und da ist eben halt, ja, 250 Meter Angst und dann fertig, oder? Im Grunde genommen eigentlich ein Tod, wo man sich natürlich im Voraus nicht wünscht, weil man Angst hat, aber wenn er jetzt eine Burg aus hat will, auf der anderen Seite, wo er also von diesen Bürgerinnen und Bürgern bedroht war, dann wäre es wahrscheinlich viel schlimmer gekommen. Was meinst du, David? Ich denke schon, also wenn man sich in so eine Rolle einfühlt, dann fühlt man sich auch in so einen Menschen ein, wo ich will nicht gemeuchelt werden von dem Mob, der jetzt so sauer auf mich ist. Dann schaue ich lieber, als ich selber irgendwie von dieser Welt gehe, wie auch immer. Und das möglichst ehrvoll in einer solchen Situation. Darum kann ich mich da, ja, ist das seine einzige Entscheidung gewesen, die er können machen. Dann hat in der Geschichte vom Rolf eigentlich alles gestimmt, oder? Ja, von dem her schon, ja. Das ist alles enthalten, was jetzt der Mensch hätte können. Eine andere Lösung. Ja, zu dieser Zeit nicht sehbar. Rolf, wir glauben an dich, ja? Aufs nächste Projekt, oder? Wir schauen ja, was kommt.